Auch wenn Wintersturm Nemo von der US-Ostküste wegzieht, er hinterlässt meterhohe Schneemassen und Chaos. Hunderttausende sind ohne Strom, der Verkehr liegt lahm. Ein Durchkommen ist vielerorts nur mit vereinten Kräften und schwerem Gerät möglich. Innerhalb eines Tages brachte Nemo wie hier in Boston bis zu einem Meter Neuschnee. It's easy. Es ist Pulverschnee, aber es ist einfach zu viel. Und das ist das Problem. It's too much. That's only problem, nothing else. Auch an den Flughäfen entspannt sich die Situation nur langsam. Doch die Wetterlage lässt hoffen. Es wird wohl noch einen Tag dauern, bis die Airlines wieder in den Start gehen können. Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass wir bis Montag oder Dienstag in den normalen Flugverkehr übergehen können. Auch haben die Behörden das verhängte Fahrverbot für die am schwersten betroffenen Regionen aufgehoben, warnen aber weiterhin vor spiegelglatten Straßen und Schneeverwehungen. Und mit welcher Wucht Nemo über den Nordosten der USA hinweggezogen ist, zeigt sich direkt an der Küste. Orkanböen und Sturmfluten haben Häuser unterspült, Ortschaften gleichen immer noch Geisterstätten.